Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro. Hey, bist du eingeschlafen? Unsere Fische hier sind echt bezaubernd, stimmt's? Schienen jedoch schlechte Laune zu haben, als wenn vor uns schon jemand da durch ist und sie verärgert hat. Macht auf! Die Fischer sind vom Meer zurück! Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und mir das Leben leicht machen? Natürlich nicht. Erst diese Rote, jetzt das. Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor. Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen. Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic? Du bist doch viel zu alt dafür. Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau, nämlich die in Schwarz und mit der Sense. Keine Sorge, Semenovic überlebt euch noch alle. Hallo, Fridor. Wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen, es sei denn, du zählst auch die Shrimps mit. Und davon gab es mehr, als mir lieb ist. Ich wurde von ihm hier gerettet. Artyom heißt er. Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom. Danke für deine Hilfe. Also, was genau ist passiert? Die Shrimps überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten. Hätten mir fast mein Floß zerfetzt. Ich frage mich, was die für einen Anlass haben. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen. Schien sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Sieh mal, Artyom, ich nehme an, es lässt sich nicht verheimlichen. Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen, um zu plündern und zu morden. Aber hier ist alles friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Ich will hier keinen Ärger. Simon! Hey, Simon! Ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Im Bordell natürlich. Wer ist das da bei dir? Das ist Artyom, der Herr der Shrimps. Du solltest sehen, wie er schießt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er. Ein Revolverheld, was? Würdest du mir helfen, ein paar Bösewichte zu erledigen? Simon, ich wusste es. Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt. Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann. Unter uns beiden, wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen. Ich habe es dir bereits unzählige Male gesagt. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich brauche diese Scheiße hier nicht. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Okay. Pah, wie kann ausgerechnet er in einer Station voller Krimineller die Verantwortung haben? Hey, Simon, du kennst dich doch mit Motoren aus, oder? So, und jetzt ja, erstmal nochmal hallo und willkommen zurück zum Metro Last Light. So, nach einer ganzen Weile ohne Aufnahme endlich mal wieder am Aufnehmen und mal gucken, wo wir hin müssen. Beziehungsweise, ich weiß schon gar nicht mehr wirklich, was unser Ziel hier in der Station war. Aber vermutlich weiterhin die Roten jagen, der unseren Verräter. Den kennen wir doch. Das ist doch der, der uns im ersten Teil hier durchgeführt hat, durch uns eine der Stationen. Würde ich jetzt fast meinen, dass das der war. Okay, wo sind wir hier? Das sieht ja eher aus wie eine Bar hier, oder? Nee, wohl, das könnte auch das Bordell sein, von dem er redete. Dürfen wir einfach rein? Okay. Absolut heiß. Okay. Wow, Baby. Natürlich, dass man sowas hier kann. Okay, komm, wir gehen weiter. Verdammt gute Show. Ja, es ist aber nicht das, was wir hier wollen. Was ist mit dem Geld? Wer sagt dir von deinem Boss? Hau ab!
haben hier keine Bosse. Her damit! Bist du verrückt? Die sind mit Kiesli befreundet. Bist du sicher? Toll, ich muss all seine Freunde kommen. In Ordnung, wir hatten etwas Spaß und jetzt ist es Zeit für die Arbeit. Also, als erstes müssen wir Kiesli bezahlen und du musst zu Genosse Korbut eilen. Sag ihm, dass der Virusbehälter erfolgreich zu Oktiabriskaya geliefert wurde. Hey, hübscher Junge. Lass uns gehen, wir haben etwas Was? Zu erledigen. Warum so unglücklich? Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Im Grunde haben wir deren Todesurteil unterschrieben. Kannst es kaum erwarten, mich zu berühren, was, Dorogoi? Na, wenn du es so dringend brauchst. Was für eine Art Tanz möchtest du denn, Süßer? Da kein Bier sind. Sei nicht so schüchtern. Ich habe... Das war alles wirklich schade. Falls du wiederkommen möchtest, ich bin immer hier. Ja, okay. Aber nein, danke, wir haben Missionen zu erledigen. Ich denke mal, dass wir jetzt hinter dem weiter her müssen. Okay. Ja. Tatsächlich hinterher. Aber was für ein Virusbehälter haben die jetzt geliefert, ist die Frage. Und ob das so clever ist, direkt da hinterher zu springen. Weiß ja nicht. Okay, das war ein Versehen. Ich wollte mir eigentlich duken. Okay, gut. Das ist ja gespeichert hat an der Stelle. Ich habe mich einfach verklickt. Ich wollte mich duken. Und in den meisten Spielen ist ja nun mal C duken. Und hier ist ja C werfen von der Waffe. Beziehungsweise von der Sekundärwaffe. Ja, schlimm, wenn man eine ganze Weile nicht gespielt hat. Welche Waffen hatten wir eigentlich nochmal? Wir hatten das Scharfschützengewehr, ne? Na komm, zeig dich, du Letzter. Ihr Letzten. Ich glaube, es sind noch zwei. Jetzt habe ich eigentlich geladen, welche Muni. Okay. Nein, ich will die andere. Ah, da. Oder auch nicht. Na, wo bist du denn jetzt schon wieder hin, meine Güte? Ach, da. Zack. Und eine Kopfleuchte, glaube ich, leuchtet da vorne noch, oder? Na, es könnten auch noch zwei sein. Oh, einer weniger. Na, so einfach nicht. Na komm, zeig dich. Komm da um die Ecke doch. Traut euch. Oh, und der Letzte. Okay, wir ziehen uns ein Stückchen zurück. Macht keinen Sinn so. Sauber mit dem Headshot erwischt. Na komm schon. Lad einmal nach. Genau. So, jetzt ist die Frage, war noch einer oder war keiner mehr? Wir hätten noch die mal ausprobieren können. Na egal. Altbewährtes, ne? Und so. Sauber, Munition. Genau für die, die wir gerade verschossen haben. Das war super. Eine Munition? Schön, dass der einfach alles zerschießt, was ihm auf den Weg kommt. Keine Ahnung, ob ihn das jetzt erledigt hat, aber... Na, hat's nicht. Okay.
Ist jetzt endlich Ruhe? Meine Güte. Wobei, erstmal nachladen. Wer weiß, wie viele jetzt hier plötzlich doch noch auftauchen. Oh, davon haben wir volle Munition, wie geil. Ich glaube, wir haben alles voll, bis auf die Schrot. Und da hatte der schön bei. Super. Haben wir hier einen Schalldämpfer drauf auf der? Ich glaube ja, ne? Hier ist, glaube ich, ein Silencer drauf. Oh, ein Schritt zu schnell gegangen, Kumpel. Na komm, zeig dich nochmal. Gute Nacht. Schön daneben. Gute Nacht. Mein, das war zu einfach. Also der war jetzt nur wirklich zu einfach, vor allen Dingen, weil der so schön wegrannte, ohne dass wir dass überhaupt eine Chance hatte, uns zu sehen, da durchzurennen. So. Na komm. Zeig deinen Kopf. Ah, das war nicht so gut. Okay, waren das jetzt alle nur wirklich mal alle hier oder fehlt immer noch einer? Erstmal durchladen, würde ich sagen. Na komm schon, laden. Sauber. Hier noch. Na, oh, shit, das war schon wieder Mist. Das war wieder nicht so ganz gewollt, aber egal, wir haben eine neue gekriegt. Und falls noch jemand wusste, dass wir hier sind, wissen sie es jetzt auf jeden Fall. Naja, egal. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ich hoffe, wir sind noch richtig hier unterwegs. Ja, sind wir gut. Okay. Haben wir aber tatsächlich alle eliminiert. Wie cool. Es ging jetzt aber dann doch dieses Mal tatsächlich einfacher als die letzten Male, die wir uns hier durchgequält haben. Na, was erwartet uns hier? Waffe runter. Hände hinter den Kopf. Ach nö, nicht schon wieder. Na, was für ein unerwartetes Treffen. Auf der Suche nach dem Schwarzen, was? Vielleicht gibt es Hoffnung für dich und die Polis. Aber du bist zu spät. Diese Schwarzen sind außerordentlich mächtig. Genosse Korbut hatte schon lange ein Auge auf sie geworfen. Stell sie dir nur abgerichtet vor. Auf den Feind losgelassen. Als ob das klappen würde. Ruhig, ruhig. In Ordnung, du bist dran. Was jetzt? Du hast nach dem Schwarzen gesucht, richtig? Er ist in der Nähe, an der Oktjabrskaja. Ich kann dich dahin bringen. Dieses Mal keine Tricks. Darauf gebe ich mein Wort. Alle Mann auf den Boden! Sofort! Artyom? Nein! Oh nein. Ne, hinterher, würde ich mal sagen. Scheiße, er ist entkommen! Warum hast du das Lager alleine angegriffen? Du hättest versuchen können, mich zu rufen. Naja, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aber du musst möglichst schnell von hier verschwinden. Ich kenne hier einen Ausgang zur Oberfläche. Da ist ein Sumpf. Man kann ihn aber überqueren. Lass uns gehen. Ja, dann hopp hopp, wenn wir uns beeilen müssen. Jetzt schleicht er hier hinterher lang, oder wie? Ich glaube dir wohl. Der Weg ist vermutlich gefährlich, oder ist es nur ein kurzes Stück und... Hm, was machst du jetzt? Aha, ein versteckter Gang. Einfach mit nur einer schweren Kiste vorgestellt, natürlich. Nimm das, das ist für die Banditen. Oh, sehr cool.
haben wir jetzt einen neuen Anzug. Wie schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus auf an die Oberfläche. Wenn ich Glück habe, warten unsere Leute am Außenposten in der verlassenen Kirche auf mich. Ich werde ihnen alles sagen, was ich über Pavel weiß, über irgendeinen Test, den sie durchführen wollen. Und ich werde meinen Weg zur Oktyabrskaya fortsetzen. Der Schwarze ist dort. Und den Schwarzen werden wir auf jeden Fall wieder zurückbekommen, hoffe ich. Aber das alles nicht mehr in dieser Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zurück hier bei Metro Last Light. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.